Okay. Shalom Aleichem. Wir lernen heute über Eretz Israel. Eretz heißt Land und Israel heißt Jakob, Volk von Jakob, die Kinder von Jakob sind Bnei Israel. Und wir beginnen, Sie wissen, jedem Buch ist sehr wichtig, was man schreibt am Anfang. Und wir lernen jetzt aus dem wichtigsten Buch in dieser Welt. Dieses Buch heißt Torah. Was heißt Torah? Torah kommt von dem Wort Hora'a, Befehl. Okay? Also wenn du willst, schreib mir jetzt ein Buch über Gesetze. Womit beginnst du? Mit Gesetzen. Und wie beginnt unser Buch von Torah? Nicht mit Gesetzen, sondern mit Geschichte. Also, was lernen wir hier? Jüdischen Recht oder jüdische Geschichte? Guck, wie interessant, der erste Pasuk in die Torah hat 7 Wörter. Bereishis, Boro, Elohim, Es, Hashomayim, Ves, Ohoretz. 7 Wörter. Warum 7 Wörter? Hashem will beginnen sein Buch, um zu zeigen, dass die ganze Welt ohne Ausnahme glaubt, dass Hashem hat die Welt geschafft in 7 Tage. Und deshalb die wichtigsten Pasuk, was beginnt die Torah, ist am Anfang schuf der Ewigste Himmel und Erde. Verstanden? Okay. Das ist die schriftliche Tora. In die schriftliche Tora, was steht geschrieben? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was ist die mündliche Tora? Die mündliche Tora ist einfach zu wissen, warum. Also wenn ein Kind 5 Jahre alt beginnt zu lernen diese Pasuk, welche Frage stellt er sich? Also wenn du nimmst jetzt eine Tora in die Hand und du hörst die erste Pasuk, was sagt Gott in der Tora? Welche Frage stellst du? Nun? Was heißt Tora? Noch einmal. Es kommt von Hora. Von Hora. Genau. Was ist Hora? Gesetz. Also wenn du bist jetzt ein Kind und du fragst deinen Lehrer, was ist Torah? Sagt dir der Lehrer Gesetze. Okay, wir beginnen zu lernen. Komm, wir beginnen zu lernen Gesetze. Und du hörst bei dem ersten Schuh von Gesetze. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Welche Frage stört dir? Warum Gesetz? Ist doch kein Gesetz. Es ist doch kein Gesetz. Warum beginnt nicht die Torah mit einem Gesetz? Weißt du zufällig, was ist der erste jüdische Gesetz? Den gibt es in der Geschichte. Zu haben einen jüdischen Kalender. Jüdischer Kalender ist der erste jüdische Gesetz. Als Volk, als individuelle Menschen haben wir Brit Milah, Gida Nashe, vermehr euch und sei fruchtbar, aber als Volk, der erste Gebot, was wir als Am Israel haben, ist zu haben einen eigenen Kalender. Womit wir sind besonderes Volk? Wir haben einen eigenen Kalender. Verstanden? Zum Beispiel. Bei allen Völkern, welcher Monat ist das jetzt? Welcher? Juni. Welcher Tag im Juni? 27. Bei uns? Es ist also 27. Juni 2017. In meinem Kalender ist 3. Tammuz 5777. Also was macht mich besonders? Womit bin ich besonders? Dass ich habe einen eigenen Kalender. Verstanden?
Ich lebe mein eigenes Leben. Bei mir ist heute 3. Tammuz, 4777. Okay, deshalb gucken wir zusammen jetzt, was sagt Rashi. Habt ihr unten unter dem Strich? Okay. Beginn zu lesen, bitte. Sei so lieb. Laut und langsam, dass ich auch verstehe. Kapitel 1, 1, Bereshit. Vom Anfang. Von Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Sehr gut. Jetzt unten, Rashi, unter dem Strich, Rashi mit Übersetzung. Von Anfang. Von Anfang, Rabbi Yitzchak sagte, die Torah hätte erst bei dem Abschnitt dieser Monat sei euch zu beginnen brauchen, weil dieser das erste Gebot enthält, das Israel aufgetragen wurde. Warum fängt sie aber mit der Schöpfung an? Hast du verstanden die Frage? Ja. Was ist die Frage? Weil die Torah kommt ja halt von dem Wort Torah und das heißt Gesetz. Und dann sollte ja eigentlich die Torah mit den Gesetzen anfangen, aber das tut sie ja nicht, sondern mit der Geschichte. Du sagst gut, du erklärst sehr gut das, was Rashi sagt. Besser kann man nicht erklären das, was Rashi sagt. Du hast mündlich in deine Wörter zusammengefasst sehr, sehr gut die Frage von Rashi. Okay? Also Rashi stellt eine Frage. Und somit beginnt er die mündliche Lehre. Anfang von Torah, gleich beginnt Rashi mit einer Frage. Was lernen wir davon? Dass man Fragen stellt. Sehr gut, dass man immer Fragen stellt. Und was heißt das, wenn jemand stellt keine Fragen? Dass er uninteressiert ist. Genau, dass er ist uninteressiert. Verstanden? Rashi will uns gleich sagen am Anfang, wenn du willst Torah lernen, du sollst immer Fragen stellen. Ich mag auch nicht, wenn Leute sagen, ich habe eine blöde Frage. Gibt es sowas überhaupt? Nein. Warum sagt ein Mensch, ich habe eine blöde Frage? Wenn er sagt, ich habe eine blöde Frage, was denkt er? Frage ist was Gutes oder Frage ist was Nerviges? Nerviges. Was sagt uns Rashi? Frage ist was? Was Gutes. Und das jüdische Kalender beginnt mit Pesach. Was macht man am Pesachabend? Wie beginnt man am Sederabend? Mit Antwort oder mit Frage? Mit Mann, nicht Anna. Also ein Kind stellt eine Frage. Okay, jetzt gehen wir auf die Antwort. Lesen Sie jetzt die Antwort. Warum fängt sie aber mit der Schöpfung an? Seiner Taten. Nee, jetzt liest sie. Bitte schön. Seiner Tatenkraft hat er seinem Volk offenbart, ihnen zu geben das Erbe der Völker. Okay. Gibt es eine Pasuk in Tehilim von David Amelech? Gott wollte seine Kraft von ihm erzählen sein Volk. Wem gibt Gott die Torah? Uns. Was will er uns zeigen? Wenn ein Chef will dir sagen, die Gesetze von dem neuen Arbeitsplatz, wie beginnt er seine Rede zu den Mitarbeitern? Guten Morgen, ich bin der Direktor. Ich bin hier der Leiter, ich bin hier der Chef. Ja, warum muss er das machen? Weil wenn kommt irgendein Kleinschicker und er sagt die Leute was zu tun, was sagen die Leute? Hallo, wer bist du? Shalom, du sagst uns Gesetze was zu tun? Sagt David HaMelech, Koach Maasa Vigid Leamo, die Torah beginnt uns zu sagen, wer ist die absolute Autorität in dieser Welt. Wer ist die absolute Autorität in dieser Welt? Peter Feldmann? Frage ich dir. Nein. Angela Merkel? Nein. Donald Trump?
Vielleicht Bibi Netanyahu. Nein. Vielleicht Dalai Lama. Wer ist der größte absolute Chef in dieser Welt? Gott. Gott. Und die Frage ist, wo beginnt alles? Wenn du glaubst, die Chef von dieser Welt ist die UN, dann, wir müssen immer Angst haben, was sagt die UN? Vielleicht Israel gehört nicht die Juden. Ai, ai, ai. Ich habe Angst, ich verliere meine Socken von Angst. Sagt uns Gott, hey Leute, Menschen kommen und Menschen gehen. Heute da, morgen dort und geht fort. Was ist ein Mensch? Ein Luftballon. Hier handelt sich drei Sachen. Ein ewiges Ewigster, ein ewiger Volk, ein ewiges Land und ein ewiger Gott. Nur ein ewiger Gott kann geben ein ewiger Volk ein ewiger Land. Verstanden? Also, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was sagt Rashi? Warum beginnt die Tora damit? Um uns zu zeigen, dass seine Kraft will er die Juden zeigen. Lernen wir weiter. Wenn die Völker der Welt zu Israel sprechen sollten, ihr seid Räuber, denn ihr habt die Länder der sieben Nationen eingenommen. Die Völker werden kommen und was werden sie sagen? Ihr seid Räuber. Es waren doch in diesem Land sieben Nationen. Und was habt ihr gemacht? Ihr seid marschiert zu diesem Land und ihr habt geraubt die Leute von diesem Land. Haben die Leute recht oder nicht? Die Antwort lautet ja. Wir sind Räuber. Wir sind absoluten Räuber. Aber müssen wir wissen, wem gehört dieses Land? Dieses Land gehört Juden? Nein. Dieses Land gehört die Völker? Nein. Wem gehört diesem Land? Nun? Gott. Gott. Sagt Gott, weißt ihr was? Wenn jemand kommt und beschwert, dass ihr seid Räubers, gib ihm recht. Ihr seid Räubers. Weil das ist nicht eure. Es ist auch nicht eure. Es gibt nur einen, der entscheidet in dieser Welt, wem gehört dieses Land. Komm, lesen wir weiter. Was sagen sie? Die antworten sie ihnen. Les mal weiter. Die ganze, les. Die ganze Erde. Die Erde gehört dem Heiligen, gelobt sei er. Er hat sie erschaffen und dem gegeben, der gerecht ist in seinen Augen. Nach seinem Willen hat er sie ihnen gegeben. Und nach seinem Willen sie ihnen genommen und uns gegeben. Bereshit bara. Sehr gut. Gut, ich erkläre das jetzt. Noach hat wie viele Kinder? Noach. Ja, drei. Kusch gibt er alle Länder von Afrika. Jefet gibt er Griechenland, Javan, Gemer, Germania. Shem gibt er Knan. Steht geschrieben. Eretz Israel gibt er zu Shem. Denn danach, später, vom Noach bis Abraham, wie viele Generationen gibt es? 10. Und Abraham ist in Babylon, in Aram Naharaim, ganz weit weg. Hashem sagt, Abraham, mein Freund, geh weg von deinem Land, zu diesem Land, die habe ich dir versprochen. Geh, du kriegst zurück dem Land, was gehört dein Großvater Shem. Also Noach hat schon als Mensch gegeben, dass sein Sohn Shem und von Shem kommt Abraham. Also der Erste, der hat Land Israel überhaupt gegeben, war Noach zu Shem. Und Abraham geht nach Eretz Israel. Und Gott macht mit Abraham einen Bund
Und sagt ihm, zu deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Aber es wird ein bisschen dauern. Dieses Volk wird gehen jetzt nach Mitzrayim und sie werden dort Sklaven sein. Lange Zeit. Die vierte Generation sagt Gott, Dore wie ich, Yashuvu Hena. Gott sagt in die Tora, geh. Und in der vierten Generation kommt ihr zurück alle nach Eretz Israel. Sofort, wenn Abraham kommt nach Eretz Israel, hat er Probleme. Mit Avimelech, mit die Plishti, mit Yitzchak, mit Jakob. Schon immer, wenn einer will das nachfolgen, was Gott hat ihm gesagt, Leute zweifeln nicht an dem Land. Leute zweifeln, ob wirklich Gott hat sowas gesagt oder nicht. Darum geht's. Deshalb beginnt die Tora mit den Wörtern, am Anfang schon Gott, Himmel, Shamaim und Aretz. Was heißt Aretz? Eretz Israel. Jetzt gehen wir weiter. Moshe Rabbeinu hat nicht geschafft, nach Eretz Israel zu kommen. Hat nicht geschafft. Und wenn Moshe Rabbeinu steht auf dem Berg, Nebo, Gott sagt ihm, jetzt machst du einen Kampf und du wirst austreiben alle Völker von diesem Land, weil so habe ich dir befohlen. Und Moshe sagt, bitte, ich will so sehr kommen rein in dieses Land. Ich bin bereit, mein Amt zu verzichten. Ich bin kein Rebbe mehr, keine Rabbeinu, nur Moshe. Kannst mir nur nennen Moshe. Die Hauptsache soll ich gehen zu diesem Land, sagt Gott, geht nicht. Sagt Moshe Rabbeinu zu Gott, bitte, vielleicht als Tier, als kleine Hirsch in Engedi, mit einem kleinen Bart. Sagt Gott, nee, geht nicht. Sagt Moshe zu Gott, vielleicht als Vogel, ich kann sein eine schöne Nachlieli, kleinen Zwitschervogel, kommen in die Frühling, die Hauptsache in Israel. Sagt Gott, nein. Vielleicht als Fisch, nein. Und so Moshe kann nicht mehr und er sagt, Gott, vielleicht als Leiche. Vielleicht nur meine Leiche soll kommen nach Israel, so wie Abraham ist beerdigt. Yitzchak ist beerdigt. Jakob ist beerdigt, ich will auch einen Platz in Israel. Sagt Gott, nein. Du bleibst draußen. Warum Gott war so gnadelos zu Moshe? Er hat so viel gebetet. Er war so gut zu seinem Volk. Gott wollte Moshe Rabbeinu sagen, du bleibst mit deinem Volk für immer außerhalb Israel mit einer Sehnsucht zu diesem Land. Was heißt das? Wir wissen, dass Hashem schickt jeden Mensch zu seinem Ort, um dort nah zu werden zu Gott. Jeden einer von uns geht in die Welt, dort, wo er nah zum Gott kann, kommen kann. Jetzt, womit ist dieses Land Israel besonders? Womit? Mit Falafel? Mit Hummus? Ah, mit Halva, ich weiß. Dieses Land ist ganz besonderes mit Halva. Stimmt? Und dieses Land hat auch super Tänze. Horror. Stimmt? Darum ist es ein heiliges Land. Oder gibt es was anderes? Was denkt ihr? Was ist so besonderes? Warum brauchen wir überhaupt ein heiliges Land? Was fehlt in Miami Beach? Ist Miami schön? Ruhig? Eingenehm? Was fehlt in Miami? Warum soll man nicht wohnen in Miami? Nun? Und Gott ist mit uns nicht in Frankfurt. Wir gehen in die Synagoge jeden Morgen und Gott hört nicht, was wir beten. Ja, aber der Tempel war ja in Jerusalem. Ja. Und das ist der Ort, wo die meiste Anbetung war. Und heute nicht mehr? Auch.
Also was gibt Ihnen dieses Land besonders? Der Ort, also wo der Tempel war, wo Gott jetzt ist. Und warum gerade dort? Warum Gott hat nicht gemacht in Schweiz? Ja, das ist das Versprochene. Aber warum gerade diese? Was sagst du? Ich weiß es nicht. Wollt ihr die Antwort hören? Ja. Dann erzähle ich euch. Gott will, dass wir sind immer so wie seine Kinder. Er will uns nicht leicht machen. Er will uns nicht alles serviert geben ohne Mühe. Er will, dass wir an ihn immer permanent glauben. Stell mal vor, ein König hat zwei gute Freunde und beide arbeiten bei ihm. Und die sind seine Vertrauensleute. Ein Tag, diese zwei Freunde gehen von dem König fremd. Er geht zu einem anderen Land und sie machen was Schlechtes über den König. Aber der König liebt sie. Er nimmt den Ersten und er sagt, deine Strafe ist, du verlässt mein Palast. Aber weil du mein Freund bist, ich gebe dir genug Geld zu wohnen im Ausland bis zum Ende von deinem Leben. Okay. Zu dem anderen Freund sagt er, du bist auch gegen mir. Deine Strafe ist, du bleibst bei mir im Palast, aber jeden Monat musst du kommen und betteln für deine Gehalt. Wer hat es besser? Der, der nimmt sein Geld und weg, oder der, der bleibt und muss betteln jeden Monat? Nun? Der, der bleibt, hat es besser. Warum? Er ist näher beim König. Sehr gut. Hast du die Tiefe von dem Maschal von Rabbi Yehuda Halevi verstanden? Und er sagt das von einem Vater, der hat zwei Kinder. Ein Kind, die er sehr liebt, aber gibt ihm nicht alles und er will regelmäßig, dass sein Kind immer bei ihm ist und steigt. Guck mal, in Israel gibt das kein Wasser. Es gibt es keinen Schatz in diesem Land, nur geistigen Schätze. Es gibt kein einziges wunderbare Naturtalent. Es ist nur über die Naturtalent dieses Land. Und interessant, Gott sagt, diesen Volk, die kann diesen Land beleben, das ist die erste Kinder. Jahrelang dieses Land ist verwüstet. Weil wer hat dort gelebt? Aschurim, Bavlim, Parsim, Turkim, Anglim, Arabim. Was haben sie gemacht? Nada. Juden wohnen in diesem Land. Guck mal, was haben sie gemacht? Eine Bonbon. Ein schönes Land. Ein heiliges Land, sagt Gott. Nur die eigenen Kinder in Heimspiel können gewinnen, von diesem Land etwas zu machen. Nummer eins. Nummer zwei, nur in diesem Land gibt es Prophezeiung. Alle Propheten, die waren in der Geschichte, entweder haben sie in Israel die Prophezeiung gemacht oder über Israel prophetiert. Moshe über Israel, Jechezkel über Israel und alle anderen Propheten haben in Israel gewohnt. Es war sogar ein Prophet, wo Gott hat ihm befohlen soll, er machen eine Prophezeiung. Und er wollte weglaufen von Israel, um seine Aufgabe und Prophezeiung abzulegen. Wer war das? Jona. Was hat er gemacht? Er hat genommen ein Schiff von Jaffa und er wollte weggehen zu Ninive, weil im Ausland Gott keinen Kontakt zur Prophezeiung mit Gott. Der einzige Kontakt mit Gott im Ausland ist durch die Schriften von den Propheten, Torah. Durch die Gebete, Gott hört uns. Aber die Abwesenheit Gottes, Eretz Asher Tomid Eine Hashem Eloikechobo, die Augen Gottes, wo beobachtet Gott, wo Gott hat seine 24-Stunden-Kamera, auf welchem Land? Israel. Guck etwas sehr interessant.
Was passiert, wenn eine hat eine Bank und einen Schatz oder ein Babysitter mit einer Kamera? Du kannst heute weggehen zu einem anderen Zimmer und du hast eine Kamera auf dein Kind. Was interessiert dich die ganze Zeit zu sehen? Was passiert in der Hochzeit oder was passiert zu Hause in die Kamera? Was interessiert dich zu sehen? Was in der Kamera abläuft. Was interessiert die ganze Welt jeden Tag über Israel? Es ist unglaublich. Ich höre selten Nachrichten im Radio. Letzten Donnerstag, ich komme zurück von Michelstadt und meine Schiurim, was ich höre im Auto, ist irgendwie die Kontakt, kann das nicht lesen. Dann lege ich Radio, ich höre Nachrichten. Was ist in den Nachrichten? Sturm in Berlin und in Hamburg. Helmut Kohl wird besetzt, eingesetzt nach seinem Tod in Straßburg. Noch so ein paar Nachrichten. Und dann, nach vielen von 30 Jahren, wo hat man nicht erlaubt, soll jeden wohnen in ihre Häuser, hat Bibi Netanyahu erlaubt und er ist gegen dem Gericht von der UN, habe ich nicht ganz verstanden, also ungefähr, was sie haben dort gesagt in den Nachrichten, dass die Juden kommen an irgendein Gebiet, was denen nicht gehört und es ist nicht genehmigt von der Welt. Die haben recht. Es ist nicht genehmigt von der Welt. Es gehört auch nicht die Juden. Es gehört auch nicht die Welt. Alle haben recht. Es gehört Gott. Und Gott hat gesagt, wem gehört das? Und so Gott sagt andeutig in die Tora, Bereshis Boro Elohim, was? Et Hashamay, Vet Haaretz. Wem gehört Eretz Israel? Am Israel. Wie heißt das? Eretz Israel. Wer wohnt dort? Am Israel. Jahrelang hat man uns vertrieben von unserem Land. Aber immer wieder, die Juden sind gekommen und sie haben dort gewohnt. Jetzt, was passiert, wenn ein Mensch hat was verloren? Sagt die Halacha, solange hat er nicht aufgegeben, muss man ihm das zurückgeben. So steht in Elul Metziot. Unglaubliches Gesetz. Solange der Mensch hat nicht aufgegeben, wenn du bist verheiratet mit einer Frau und die Frau ist jetzt weg in ein anderes Land und ein anderer Mann hat sie genommen und er heiratet sie gegen ihre Wille und er hat mit sie sogar einen Vertrag gemacht, dass die sind verheiratet. Er kann das machen oder nicht? Nein, warum nein? Aber er ist doch mit einer anderen Frau schon verheiratet, mit einem anderen Mann. Und du kommst und du räuberst die Frau von diesem Mann. Du bist ein Räuber, sie ist verheiratet mit einem anderen Mann. Der lebt mit dir schon 30 Jahre. Aber mein Gott im Himmel, sie ist meine Frau. Sie ist unser Land. Es ist meine Wohnung, egal ob jetzt jemand hat genommen meine Wohnung. Egal, ob jemand hat genommen mein Land. Verstehst du? Es hat nichts zu tun mit irgendeiner Diskussion. Steht in die Tora, dass dieses Land ist Land, was der Ribbono shel Olam Hashem hat uns gegeben. Verstanden? Will jemand was fragen, was bemerken? Also drei Sachen gibt es in Israel. Kinder, die von diesem Land was Gutes machen, Gottes Prophezeiung und Beweise und Archäologie für unsere Kultur. Unglaublich. Bringt jeden logischer Mensch. Jetzt hat man gefunden in Jerusalem eine zwei Stockwerke von Kultur von Zeit von den Makkabim. Habe ich gesehen in meinen Augen. 2000 Jahre jüdische Geschichte. Was heißt das? Was ist Archäologie? Was ist Archäologie? Was findest du in der Archäologie? Wer war die Besitzer von dieser Stube? Gehst du nach Mezada, was findest du dort? Tfilin, Mikwe. Soweit ich weiß, ich kenne mich nicht so viel im Judentum, soweit ich weiß,
Mikwe und Tfilin gehört Leute von Gaza. So glaube ich. Stimmt? Also die nutzen Tfilin jeden Tag, die Palästinenser. Ja, ja, sicher. Stimmt? Sie legen Tfilin oder nicht? Oder sie gehen in Mikwe. Das ist ihre Symbole. Menschen sind blind. Warum? Weil in dem Moment, wo du beginnst zu diskutieren, dann gibst du dem anderen automatisch ein bisschen Recht. Wenn du sagst jemand ein bisschen Recht, da beginnt das Problem. Das ist die Sache. Jeder soll sich für sich kümmern. Ich kümmere für mein Volk, für mein Land und jeder soll sich bitte kümmern für sein Volk und für sein Land. Und jeden haben nur ein kleinstes Land in die ganze Welt. Und jeden sind immer gute Menschen in jedem Land, wo sie kommen. Sie befruchten dem Land. Die sind ein Schatz, eine Bereicherung. Die sind loyal, sie beten für die Regierung. Ich habe getroffen bei mir in die Synagoge ein altes Machzor, ein Gebetsbuch für Rosh Hashanah Yom Kippur mit einem Gebet für Kaiser Wilhelm. Unglaublich. Unglaublich. Hast du schon gesehen, andere Leute, die beten Sonne zu ihrer Regierung? Wie wir? Wir sind immer loyal. Wir sind immer anständig. Ich immer, wenn es ist rote Ampel, stehe ich. Warum stehe ich bei roter Ampel? Weil es steht geschrieben, Diener de Malchuta Diener. Gesetz von dem Land, wo du wohnst, das ist ein Gesetz, die man halten kann. Ich werde nur schließen. Im zweiten Buch Moshe, wie heißt zweiten Buch Moshe? Schmott. Kapitel 6. Sagt Gott, Nasati et Yadi. Gott hebt seine Hand und schwört. Habt ihr schon gehört, dass Gott schwört? Noch nicht gehört? Hier steht geschrieben. Zweite Buch Moshe, unglaublich. Sagt Hashem, er schwört. Er schwört. Hier. Ve'eveti etchem el ha'aretz. Ich werde euch bringen zu diesem Land. Asher nasati et yadi latet ota le'Avraham, le'Yitzchak u'le'Yaakov. Ich hebe meine Hand und ich schwöre. Wenn Gott schwört, er schwört im Namen von Gott oder er ist Gott selbst? Was glaubt ihr? Manche Leute schwören sich im Namen von Gott. Aber wenn Gott schwört, gibt es was Stärkeres in dieser Welt? Hashem sagt, nasati et yadi latet ota le'Avraham, le'Yitzchak וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. Das verstehe ich nicht. Wenn es ein Gott gibt in dieser Welt, dann stimmt das. Und wenn das, was Gott hat geschrieben, dann stimmt das 100%. Und Gott hat noch geschworen dazu. Warum hat Gott geschworen dazu? Weil er hat gewusst, es wird kommen Zeiten, dass die Menschen werden zweifeln an die Tora. Dass die Menschen werden zweifeln an Gott, sagt Gott, ich weiß, die Menschen zweifeln immer. Ich schwöre. Ich schwöre, dass dieses Land ist euer Land für ewig. Also wenn jemand sieht nicht gut die Wörter, soll er bitte gehen, Bergerstraße 100. Gibt es Brillengeschäft? Filmen. Filmen gehört Brillengeschäft. Neue Brille kaufen und lesen. Und wenn jemand hat genommen Brille und er sieht nicht gut, dann hört er nicht gut. Corneliusstraße 15, Hörgeräte. Kaufen und lesen. Und wenn jemand sieht nicht und hört nicht, Wittelsbacher Allee 114, Skleroseverein. Was ist Skleroseverein? Was macht man dort? Das sind Menschen, die vergesslich sind.
Menschen leiden heute in der Welt von Sklerose. Die vergessen die Geschichte. Sie schreiben die Geschichte neue. In meiner Geschichte und das, was steht in unserem Torschrank, steht geschrieben nur eins. Gott hat aufgehoben, seine Hand diesem Land zu geben. Verstanden? Sei gesund.